Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch meine Neuzugänge aus dem August zeigen. Der Monat ist schon wieder um und wir gehen langsam aber sicher auf den Herbst zu und heute wird es Zeit für meine August-Neuzugänge. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte in irgendeinem Video, vielleicht waren es auch zwei oder drei, erzählt, dass ich mir für den August vorgenommen habe, nicht so viele Bücher zu kaufen, beziehungsweise so wenig wie möglich. Und die Frage ist natürlich, habe ich mich dran gehalten oder nicht? Ich bin tatsächlich ein bisschen stolz, denn ich habe es wirklich eingehalten. Ich habe im August nur drei Bücher gekauft. Jedes Mal, als ich beim Zahnarzt war. Ich war zweimal beim Zahnarzt und einmal habe ich ein Buch gekauft und einmal habe ich zwei Bücher gekauft. Und das muss einfach, wenn ich zum Zahnarzt muss, muss ich hinterher Bücher kaufen. Und das waren echt die einzigen Bücher, die ich gekauft habe. Und wenn ihr so an die letzten Monate denkt, was ich da für Neuzugänge hatte, finde ich, ist das echt gut und ich kann da so ein bisschen stolz auf mich sein. Und insgesamt habe ich jetzt aber sechs Neuzugänge für euch plus ein Buch, was ich glaube ich im letzten oder vorletzten Monat gekauft, aber vergessen habe zu zeigen. Das wollte ich hier der Vollständigkeit halber auch nochmal reinbringen. Ja, aber ich hatte eigentlich sechs Neuzugänge, drei gekaufte und drei Rezensionsexemplare. Das heißt, es wird ein ziemlich kurzes Neuzugänge-Video für meine Verhältnisse. Aber ja, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß damit. Fangen wir mal mit dem Buch an, was ich entweder im Juni oder im Juli gekauft habe und ich bin mir ziemlich sicher zumindest, hier nicht gezeigt habe. Das war nämlich Young Elites, die Herrschaft der Weißen Wölfin von Mary Lou. Das ist der dritte Band der Young Elites Trilogie. Ich habe zwar Band 2 immer noch nicht gelesen, wollte die Trilogie aber zumindest schon mal vollständig im Regal haben. Und deshalb, ja, hatte ich mir diesen dritten Band vor kurzem bestellt. Und der hat jetzt seinen Platz in meinem Regal. Ich muss da unbedingt mal weiterlesen. Band 1 habe ich gelesen, als er gerade erschienen war. Das ist schon eine ganze Weile her. Und von daher wird es auch echt höchste Zeit, dann mal Band 2 zu lesen. Und ja, ich hätte Band 3 dann jetzt direkt hier und könnte da direkt weitermachen. Ob es dann wirklich so klappt, wird sich zeigen. Aber ja, das wollte ich hier nochmal kurz mit einbringen, weil ich hatte das, glaube ich, echt vergessen. Das war mir bei den ganzen Neuzugängen, die ich so hatte, einfach durchgerutscht. Dann ist hier zu Beginn des Monats ein Buch eingetrudelt, was ich euch, glaube ich, auch schon in meinem Current Reading gezeigt habe. Nämlich I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem von Franziska Böhler. Ich folge der Autorin schon eine ganze Weile auf Instagram. Sie berichtete aus ihrem Alltag, aber eben auch sehr viel über ihre Arbeit in der Pflege, über die Probleme in der Pflege, gerade jetzt zur Corona-Zeit. Und ich fand das einfach immer total interessant und sie macht das einfach sehr, sehr gut. Sie macht es sehr ehrlich, sie übertreibt aber nicht, um das irgendwie noch krasser darzustellen oder sie beschönigt auch nicht, sondern ja, liefert halt wirklich ehrliche Tatsachenberichte, was ich wirklich toll finde. Und so ist auch dieses Buch. Sie berichtet hier von ihrer Arbeit in der Pflege, wie sie angefangen hat, was sie so alles erlebt hat und macht aber eben vor allem auf die Probleme und Missstände in der Pflege, aber auch im Gesundheitssystem im Allgemeinen hier in Deutschland aufmerksam. Und was ich halt sehr toll finde, sie belegt das anhand von Sachen, die sie selbst erlebt hat. Also sie schleudert nicht nur irgendwelche Zahlen und Fakten da heraus, sondern belegt das Ganze an, ja, Erlebnissen, die sie selbst in ihrem Arbeitsalltag hatte und macht das so einfach sehr, sehr greifbar und besser verständlich. Ich habe das Buch schon gelesen, es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Für alle, die an der Thematik irgendwie interessiert sind, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ja, somit ist es ein Buch, was hier auf meinen Sub gewandert und in der nächsten Stunde schon wieder runtergewandert ist, weil ich habe das wirklich direkt, nachdem es hier angekommen ist, zu lesen angefangen. Kommen wir dann zu dem ersten Buch, was ich mir wirklich gekauft habe und das musste einfach sein. Ich muss von dieser Autorin einfach jedes neue Buch haben, zumindest was ihre Jugendbücher angeht und so habe ich mich auch auf dieses schon sehr, sehr gefreut. Und zwar ist es Kryptos von Ursula Posnanski, ihr neuer Jugendthriller und es ist ein wunderschönes Hardcover. Die meisten Bücher waren ja bisher so broschierte Ausgaben und deswegen habe ich mich mega gefreut, dass das hier nach den neuen Ausgaben von Erebos auch ein Hardcover geworden ist mit wunderschönem Lesebändchen und einem tollen Cover. Und hier geht es um Jana. Jana hat eine Arbeit als Weltendesignerin und
ja, sie arbeitet irgendwie daran, alternative Realitäten zu erschaffen, die sich anfühlen wie das reale Leben. Fantasyländer, Urzeitkontinente und längst zerstörte Städte. Doch dann passiert in Carybrook, ihrer Lieblingsrealität oder ihrer Lieblingswelt, plötzlich ein Verbrechen und Jana ist gezwungen zu handeln. Wie das genau aussieht und was man sich unter diesen Welten vorstellen muss, ich habe keine Ahnung. Es klingt aber wahnsinnig interessant und ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl auch so das Thema Klimawandel mit einbezieht. Und das macht mich dann nochmal neugieriger. Und irgendwie klingt es durch diese erschaffenen Welten, die sich wie die Realität anfühlen sollen, auch so wieder ein bisschen wie Erebos. Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Ich wollte es eigentlich direkt anfangen. Das Problem war, wie so oft, dass ich einfach schon so viele Bücher angefangen hatte zu dem Zeitpunkt, dass es einfach nicht drin war. Ich hoffe aber, dass ich das jetzt ganz bald schaffe. Vielleicht ist es ja eins der Bücher, die mit in den Urlaub wandern dürfen. Ich weiß es nicht. Es soll aber möglichst bald gelesen werden. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, um das ich jetzt ewig drum herum geschlichen bin. Das Ganze ist ein Reihenstart, der jetzt auch als Taschenbuch erhältlich ist. Und ich glaube, es sind bisher sämtliche Fortsetzungen erschienen. Ja, ich war da immer so ein bisschen zwiegespalten. Letztendlich ist es wie so oft, Neugier hat einfach gesiegt und mir war auch irgendwie so nach leichter Lektüre und ich dachte so, ja, das könnte passen. Und zwar ist es The School for Good and Evil, es kann nur eine geben. Das Buch ist schon etwas älter. Ich glaube, da gab es auch so einen kleinen Hype zu, als das erschienen ist. Hier geht es um die Schule der Guten und Bösen, wo Jugendliche darauf vorbereitet werden, ihr ganz persönliches Märchenabenteuer zu erleben. Und Sophie sieht sich schon als Prinzessin mit besten Aussichten auf einen attraktiven Helden. Ihre Freundin Agatha hingegen kann wohl nur als, auf den Part als Hexe in einem Märchen hoffen. Und dann kommt alles aber ganz anders, denn der finstere Schulleiter hat dämonische Pläne. Ja, keine Ahnung, es klingt also nach einer Schule, wo die Charaktere zu Märchenfiguren im Prinzip ausgebildet werden. Klingt auf jeden Fall irgendwie besonders und interessant und ja, ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich bin, wie gesagt, lange drum herum geschlichen und jetzt hat die Neugier gesiegt und da es das Ganze jetzt als Taschenbuch gibt, dachte ich, ach komm, das probierst du jetzt mal aus und ja, so ist dieses Buch hier gelandet. Weil ich mich an diesem Tag, wo ich das Buch gekauft habe, einfach nicht entscheiden konnte, habe ich noch ein zweites mitgenommen und zwar eine Fortsetzung, auf die ich auch jetzt schon sehr hingefiebert habe, nämlich The Secret Book Club, die Liebesromanmission. Das ist der zweite Band. Und ich habe echt geschwankt, weil auch der zweite Band von Wildflower Summer erschienen ist. Und ich stand vor diesen beiden Büchern und dachte, okay, es geht nur eins. Welches nimmst du mit? Ich habe mich dann für The Secret Book Club entschieden, weil Wildflower Summer eine Thematik hat im zweiten Band, auf die ich im Moment einfach nicht so Lust habe. Und deswegen dachte ich, gut, bevor das dann erstmal ewig auf dem Sub liegt, nehme ich The Secret Book Club mit, weil da hätte ich jetzt direkt Bock drauf, das zu lesen, sobald mein Current-Reading-Stapel etwas geschrumpft ist. Und das wäre auch so ein wäre auch wieder so ein Buch, was ich mir gut für den Urlaub vorstellen kann. So während der Fahrt ist am besten so ein leichtes Buch. Und wenn Ferris dann mal fährt und ich auf dem Beifahrersitz sitze, könnte ich das richtig gut nebenbei lesen. Und vor allem ist es ein Buch, was man schnell weglesen kann, wenn es so ist wie der erste Band. Das heißt, auch wenn ich im Urlaub vielleicht nicht so viel Zeit habe zu lesen, komme ich da gut voran. Und ja, deswegen bin ich auch da am Überlegen, ob ich das vielleicht mit in den Urlaub mitnehme. Mal schauen. Aber auf jeden Fall freue ich mich da jetzt schon sehr auf die Fortsetzung und bin da sehr, sehr gespannt drauf. Diesmal geht es unter anderem um Liv, heißt sie, glaube ich. Sie ist die Schwester von der Protagonistin aus dem ersten Band, falls ihr den schon gelesen habt. Mehr sei aber nicht verraten, weil wie gesagt, das ist eine Fortsetzung. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Dann sind hier noch zwei Rezensionsexemplare angekommen. Zum einen etwas, was ein bisschen Spannung garantiert und gerade jetzt, wenn der Herbst anfängt, sind Thriller ein Genre, das ich dann sehr gern lese. Bücher aus dem Bereich Thriller, so. Machte gerade irgendwie nicht wirklich Sinn. Auf jeden Fall ist es Jigsaw Man im Zeichen des Killers von Nadine Madison. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, genau, ist es ein Reihenstart. Hier dreht sich alles um Verbrechen, die in London stattfinden. In diesem Fall geht es um einen Serienmörder, der Puzzle liebt, auch menschliche Puzzle. Und seine Puzzleteile findet man plötzlich überall in der Stadt. Also es geht im Prinzip um einen Serienmörder, der wohl Menschen zerstückelt und ihre Körperteile überall in der Stadt versteckt. Und die Ermittlerin
die hier im Fokus wohl steht, versucht herauszufinden, ja, wer hinter dem Ganzen steckt. Klingt ja blutig und brutal, so ein bisschen nach Criminal Minds. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Werde mir das vielleicht noch so 2-3 Wochen aufheben, bis es draußen wirklich so richtig stürmisch und dunkel ist und so langsam auf Halloween vielleicht zugeht. Und dann werde ich das mal definitiv bald lesen. Aus dem Löwe Verlag ist dann hier eingetrudelt Kinder-Yoga zum Einschlafen. Da war ich erstmal ein bisschen verwirrt, weil ich bin kein Kind mehr und ich habe auch keine Kinder. Aber hinter diesem Buch steckt dann halt so ein bisschen mehr. So eine, ja, Botschaft, die mir einfach übermittelt wurde, sage ich mal. Denn das Buch kommt aus dem Löwe-Label Naturkind. Und die Naturkind-Bücher sind Bücher, die nachhaltig produziert werden und auf damit in Zusammenhang stehende Werte aufmerksam machen wollen. Wie eben Umgang mit Mensch, Natur, Umwelt, Tieren und Achtsamkeit und Ähnlichem. Und diese Bücher werden eben in Deutschland und Europa gedruckt und bestehen zu, ich glaube, 90% aus Recyclingpapier und werden nur mit Farben bedruckt, die eben auf Pflanzenbasis sind. Also eine, ja, wunderschöne, nachhaltige Produktion. Ich finde, das fällt halt überhaupt nicht auf, dass hier jetzt irgendwie anderes Material verwendet wird. Man spürt es ein bisschen am Papier, aber wenn man sich die Bilder zum Beispiel anguckt, es ist einfach eine Top-Qualität. Es ist ein mega niedliches Buch, muss ich dazu sagen, mit Yoga-Anleitungen für Kinder. Und ja, einfach total niedlich gemacht, sodass ich doch ganz froh bin, dass es mir zugeschickt wurde. Einfach um das mal so ein bisschen anzugucken und um mit diesem Label vertraut zu werden. Und ja, es gibt unter diesem Label ganz unterschiedliche Kinderbücher zu verschiedenen Altersgruppen auch, wo man eben auch in denen halt, ja, man die Umwelt kennenlernen kann, verschiedene Tiere, Tierreiche kennenlernen kann. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Und was ich total süß auch fand, ist, es sind 2 Lesezeichen mitgeliefert worden. Und diese Lesezeichen von Naturkind kann man hinterher einpflanzen. Die sind nämlich auch aus so Recyclingpapier, was sich dann halt vermutlich recht schnell auflöst, wenn es nass wird. Und in diesem Papier, ich weiß nicht, ob ihr das hier so ein bisschen sehen könnt, sind halt irgendwelche Blumensamen versteckt. Das heißt, wenn ich das Buch gelesen habe und das Lesezeichen nicht mehr brauche, nehme ich mir einen kleinen Blumentopf, ein bisschen Erde, pflanze diese Lesezeichen ein und lasse mich einfach überraschen, was da dann rauskommt. Die Idee finde ich wirklich total cool und niedlich. Und ich muss das auch auf jeden Fall ausprobieren, weil ich jetzt einfach neugierig bin, welche Blumensamen sich darin verstecken. Und ja, das war so mein letzter Neuzugang. Also ich finde, ich war echt brav, was das Bücherkaufen angeht. Schreibt mir doch gerne mal, welches dieser Bücher ihr selbst schon gelesen habt oder vielleicht noch auf dem Wunschzettel habt. Welche Bücher sind bei euch im August so eingezogen? Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ganz viel Spaß beim Lesen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.